Die Debatte um einen Führerscheincheck ab einem gewissen Alter nimmt wieder neue Fahrt auf. Denn bei einem Unfall in Berlin sind beim Überqueren einer Straße eine Mutter und ihr 4-jähriger Sohn erfasst worden. Beide starben. Der Unfallfahrer, ein 83-jähriger Mann, der auf dem Radweg an einem Stau vorbeifahren wollte, offenbar auch viel zu schnell. Immer wieder wird darüber diskutiert, wie fahrtüchtig ältere Menschen tatsächlich sind. Wir haben auf der Straße nach eurer Meinung gefragt. Dass der Eignungstest für über 80-Jährige dann eventuell notwendig ist, zeigt ja dieser Unfall. Es gibt Leute, die sind 85 und fahren topfit, und es gibt 35-Jährige, die fahren wie ein Henker. Also ich finde generell, dass ab einem bestimmten Alter vielleicht einfach ein Test gemacht werden sollte, ob die Leute einfach noch fahrtüchtig sind und ja. Also grundsätzlich, wenn sich alle Autofahrer einem Eignungstest unterziehen würden, würden sich mehr Unfälle vermeiden können, mit Sicherheit. Der Unfallfahrer war noch mit einem anderen Auto zusammengestoßen. Ein weiterer Mensch wurde dabei schwer verletzt. Der Führerschein des 83-Jährigen wurde eingezogen.